Ja, Sie sehen, wie Kapital sich von selber vermehrt in dieser Form. Und das Verrückte ist nun, wir haben gestern Abend ja noch gesagt, die wirtschaftliche Situation wird immer prekärer. Aber warum eigentlich? Wir haben in Deutschland seit 1950 permanent das gleiche wirtschaftliche Wachstum in absoluten Zahlen. Immer das gleiche. Es ist natürlich klar, wenn Sie, nehmen wir mal einfache Zahlen, auf 110 oder 15 Punkte Wachstum drauf haben, ist das 15%. So war das 1915. Und wir haben heute, sind wir so weit hochgekommen damit, dass wir bei 1000 sind, haben immer noch die 15 und das sind natürlich nur noch 1,5%. Das ist ein völlig normaler Prozess, dass bei der Reifung einer Volkswirtschaft der Prozentsatz des Wachstums geringer wird, weil der Sockel höher ist, auf den wir die absoluten Zahlen draufpacken müssen. Aber das absolute Wachstum ist immer gleich. Und es ist in den letzten 5 Jahren, für die die statistischen Zahlen vorliegen, in Deutschland zum Beispiel 200 Milliarden Euro gewesen. Und wenn das Bruttosozialprodukt um 200 Milliarden Euro wächst und Frau Merkel sagt, das würde jetzt auch unten ankommen und wir merken davon nichts, ist das ja ein bisschen seltsam. Und ich meine, die Chinesen haben heute noch zweistellige Raten, weil die halt gerade bei Null anfangen. Die werden in 50 Jahren auch bei 1,5% sein oder so. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und ich will Ihnen an diesem Beispiel hier erklären, wie das zusammenhängt. Wir nehmen jetzt mal nicht den einen Cent, sondern einfach das Bruttosozialprodukt von 1950 als Größe. Und bei einer kontinuierlich stetigen gleichen Wachstumsrate ist das praktisch eine gerade Linie, die wir hier durchziehen. Das Bruttosozialprodukt wächst immer weiter so. Und nun hatten wir nach dem Krieg die Situation, dass das erschaffen worden ist. Und das waren die Forderungen der Finanzmärkte hier unten, die grüne Linie. Das heißt, wir hatten hier eine Differenz zwischen der roten und der grünen Linie, die verteilt werden konnte. Und da haben die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, die Sozialparteien, zusammengesessen und haben sich gestritten, wie sie die Differenz aufteilen zwischen beiden und haben gestreikt oder ausgesperrt oder auch nicht und das irgendwie gelöst, diesen Disput. Und da gab es was zu verteilen. Aber Sie sehen, die Forderungen aus der Verzinsung des Kapitals steigen jetzt exponentiell, aber die Wirtschaft, die reale Wirtschaft, wächst weiter linear. Und wir haben deshalb heute eine gegenteilige Situation. Wir haben hier eine Differenz, die fehlt, die irgendwo herkommen muss. Und so weiter. Die wird immer größer, die Differenz, und steigt in den Himmel. Und ich mache es mal in Zahlen. Wenn wir hier zum Beispiel einen Zinssatz von 7% hatten, und zwar damals realistisch in den 50er, 60er Jahren, und eine Wachstumsrate von, umgekehrt, Entschuldigung, einen Zinssatz von 5% und eine Wachstumsrate von 10%, dann waren 5% zu verteilen. Und das war die Frage, wer die kriegt, darüber kann man reden. Aber es ist uns allen besser gegangen und in irgendeiner Form haben die meisten davon profitiert, im Schnitt jedenfalls. Und heute haben wir immer noch eine Wachstumsrate in der gleichen absoluten Höhe, aber die Forderungen des Finanzsektors sind exponentiell gestiegen und dazwischen gibt es nichts mehr zu verteilen. Im Gegenteil, der Finanzsektor fordert mehr, wie das, was die Wirtschaft real erarbeitet. Und das muss irgendwo herkommen. Das muss irgendwo herkommen. Und wo kommt das her? Das muss von denen kommen, die das Bruttosozialprodukt erschaffen, die es produzieren. Von uns allen, die wir arbeiten. Und das muss denen in irgendeiner Form zusätzlich weggenommen werden. Und wie wird es zusätzlich weggenommen? Durch Steuererhöhungen, indem die Mehrwertsteuer erhöht wird. Durch Abbau von Sozialleistungen, indem Studiengebühren eingeführt werden, indem die sozialen Leistungen des Staates heruntergefahren werden. Und durch die Reduzierung der Reallöhne. Im letzten Jahr sind zum ersten Mal in Deutschland die Reallöhne insgesamt gefallen. Obwohl die Wirtschaft immer mit der gleichen Rate gewachsen ist. Und obwohl in diesen Reallöhnen zum Beispiel die Millionengagen von Topverdienern mit drin sind, die den Durchschnitt natürlich nach oben ziehen. Das heißt, die keine Millionen verdienen, sind relativ da noch viel schlechter gestellt. Das ist die Situation, die wir heute haben.
wo wir sagen, dieser Finanzsektor produziert Reichtum ohne Arbeit. Und dieser Reichtum, der ohne Arbeit dem Finanzsektor zusteht, muss von denen genommen werden, die ihn erarbeiten, den Reichtum. Denn die Bank sagt, lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten. Hat von Ihnen schon jemand Geld arbeiten sehen? Also ich noch nicht. Ich habe Menschen arbeiten sehen, ich habe Maschinen arbeiten sehen, aber Geld nicht. Und die Bank sagt, das Geld vermehrt sich von selbst. Dann habe ich schon seit einigen Wochen zwei 20-Euro-Scheine im Portemonnaie im dunklen Licht nebeneinander liegen. Und ich hoffe immer, dass die nicht mehr vermehren. Die machen keine Anstalten, sich zu vermehren. Das heißt, Geld arbeitet nicht, Geld vermehrt sich nicht. Reichtum wird nur durch Arbeit geschaffen. Und ich habe auch nur Menschen arbeiten sehen oder Maschinen. Und Maschinen sind nichts anderes wie verlängerte Arme von Menschen. Also es sind letztlich, sie müssen erfunden werden, sie müssen konstruiert werden, sie müssen hergestellt werden. Es ist auch Arbeit, nur eben viel effizientere Arbeit, wenn Maschinen arbeiten. Das ist die Situation, die wir heute haben. Und ich habe eine weitere Geschichte, die Ihnen zeigt, wenn jemand noch so wunderbar vorlesen kann wie die Dame eben und diese Geschichte auch mitnehmen möchte als Dank und Geschenk, die Ihnen zeigt, warum diese exponentielle Entwicklung jenseits der Realität ist, wie Sie das an diesen Goldkugeln auch gesehen haben. Wer kann noch gut Geschichten vorlesen? Dankeschön. Großen Beifall für die Dame. Geschichte heißt König Scherer. Vor Jahrtausenden hatte der weise Brahmane Sissa das Schachspiel erfunden und seinem König Scherer vorgeführt. Dem hat das so gefallen, dass er Sissa einen Wunsch freigab. Sissa wünschte sich Weizenkörner auf jedes Feld des Schachbretts, und zwar auf jedes Feld doppelt so viele wie auf das Feld davor. Der König lobte seine Bescheidenheit und sagte ihm die Erfüllung seines Wunsches zu. Er ließ eine Schüssel Weizenkörner holen und auf das Schachbrett legen. Eines auf das erste Feld, zwei auf das zweite, vier auf das dritte, acht auf das vierte, 16 auf das fünfte und so weiter. Auf dem siebten Feld reichte der Platz nicht mehr für 64 Körner. Da ließ der König für jedes der noch leeren 57 Felder je eine Schüssel holen. Bald waren auch die Schüsseln zu klein. Da ließ der König Säcke holen, denn bei der 19. Verdoppelung waren es bereits mehr als eine Viertelmillion Weizenkörner. Noch bevor die Mitte des Schachbretts erreicht war, erkannte der König, dass er den Wunsch des Sissa nicht erfüllen konnte, weil es im ganzen Land, ja in der ganzen Welt nicht so viel Weizen gab. Und er lachte und erwies dem weisen Sissa große Ehre. Für das 46. Feld würde heute die gesamte Weizenernte Bayerns von einem Jahr benötigt. Für das 49. Feld würde heute die gesamte Weizenernte Deutschlands von einem Jahr benötigt. Für das 54. Feld würde heute die jährliche Weizenernte der ganzen Welt benötigt. Für das 64. Feld würden die Weizenernten der ganzen Welt in den nächsten 1000 Jahren benötigt. Aus bekannte Geschichte aus unbekannter Quelle aus Persien oder Indien. Ja, Sie sehen, diese Verdopplung auf dem Schachbrett ist nichts anderes als eine exponentielle Entwicklung, wo in einem bestimmten Zeitraum sich das, was dazukommt, immer verdoppelt. Wenn Sie zum Beispiel mit 7% Zinsen rechnen, verdoppelt sich Ihr Kapital alle 10 Jahre. Und diese Verdopplung wird ja alle 10 Jahre doppelt so groß. Und trotzdem, wegen dieser Spielchen, die ich Ihnen vorhin vorgeführt habe, die Milliardäre verdoppeln zurzeit ihr Kapital alle 2 Jahre. Also nicht mal 10, wie ich gesagt habe, sondern im Durchschnitt. Und es gibt heute 1000 Milliardäre auf der Welt. Vor 10 Jahren hat es nur 200 gegeben. Und eine Milliarde sind 1000 Millionen. Das ist wirklich was. Und die verdoppeln ihr Kapital zurzeit im Durchschnitt alle 2 Jahre. Das heißt, wer heute 30 Milliarden hat, der hat in 2 Jahren 60 Milliarden im Schnitt. Und die müssen auch irgendwo herkommen. Die müssen irgendwo herkommen und müssen von denen genommen werden, die diesen Reichtum erarbeiten. Und nun hat schon
Vor mehr als 200 Jahren, Jean-Jacques Rousseau, der geistige Vater, ich habe ihn jetzt gesagt, der Milton Friedman war der geistige Vater des Neoliberalismus und er war der geistige Vater der Französischen Revolution, Folgendes gesagt, das ist brennend aktuell. Wollt ihr dem Staat Bestand verleihen, dann nähert die äußeren Rangstufen einander so weit wie möglich an, duldet weder übermäßig Reiche noch Bettler. Diese beiden ihrem Wesen nach nicht voneinander zu trennenden Stände sind für das Gemeinwesen wohl gleichermaßen verhängnisvoll. Aus dem einen gehen die Förderer der Tyrannei und aus dem anderen die Tyrannen hervor. Sie verschachern untereinander die öffentliche Freiheit, der eine kauft, der andere verkauft sie. Und das ist die Situation, die wir heute hier haben. Man hat, um Ihnen mal ein extremes Beispiel zu zeigen, aus der Frankfurter Rundschau von letzter Woche, mit diesen Reichtumsspielchen, der Mr. Paul, John Paulson, im letzten Jahr ein persönliches Einkommen durch extreme Vermehrung seiner Kundeneinlagen, ein persönliches Einkommen von 3,7 Milliarden Dollar gehabt. 3,7 Milliarden Dollar. Wenn Sie das umrechnen durch 365 Tage, war das an jedem Tag, an jedem Kalendertag 10 Millionen Dollar. Persönliches Einkommen. Und da der Dollar nun wesentlich niedriger ist als der Euro, kann man mal kurz in Arbeitstage umrechnen, dann bleiben für jeden Arbeitstag immerhin noch 10 Milliarden Euro übrig. Und auch das sind Einkommen, die irgendwo hergeholt werden müssen, die einfach das System brechen lassen, auseinanderbrechen lassen. Und wenn man jetzt mal diese Beispiele mit der Goldkugel, mit den vielen Milliarden Goldkugeln nehmen, stellen Sie sich mal vor, die Zinsen, die 5% Zinsen, die der Judas angelegt hat, die hätten sich nicht vermehrt als Zinseszins, sondern wären auf ein separates Konto gekommen, wo sie nur gelegen hätten und nicht verzinst worden wären. Dann wären in diesen 2000 Jahren aus dem einen Cent ein einziger Euro geworden. Denn wenn Sie 0,05 rechnen mal 2000, kommt genau eins raus. Das heißt, der Mechanismus, der diese exponentiellen Entwicklungen auslöst, ist der Zinseszins. Ist nicht mal der Zins. Nur der Zinseszins produziert das gleiche Geld, die gleichen Euros wie der normale Zins. Und ein Banker hat mir neulich mal, und zwar der Vorstand einer Volksbank, wo die kleinen Leute ihr Geld anlegen, hat mir neulich mal gesagt, dass bei Volksbanken 95% der Neuanlagen aus Zinseszinsen kommen und nur noch 5% aus neuen Ersparnissen, die jemand übrig hat und beiseite tut. Sie können sich vorstellen, dass es bei Großbanken viel extremer ist, wo die Leute, die vermögenden Leute ihr Geld anlegen. Das heißt, das sind alles Dinge, die im System angelegt sind und die Folgen des exponentiellen Verzinsungsmechanismus sind. Ich habe Herrn Berger bereits gesagt, dass der Vorgang gigantisch war und dass er bei mir eingeschlagen hat wie ja, der Blitz. Und meine Frage war oder ist, warum diese Weisheiten nicht der breiten Masse oder ja, der ganzen, ja, allen Menschen zugänglich gemacht wird. Das ist eine sehr bedeutende Frage. Deshalb habe ich die Dame auch gebeten, sie öffentlich zu stellen, damit ich sie öffentlich beantworten kann. Die Antwort hat Thomas Kuhn gegeben, der führende Wissenschaftstheoretiker unserer Zeit. Der hat mit den Instrumenten der formalen Logik nachgewiesen, dass jede Wissenschaft, jede, auf Paradigmen aufbaut, auf Grundüberzeugungen, die wir so fest in uns haben, dass wir sie überhaupt nicht in Frage stellen. Also ein Beispiel, setzen Sie sich doch einfach hier vorne hin, dann kann ich das ausführen. Brauchen Sie nicht stehen jetzt. Ich mache ein schlechtes Gewissen, ja, die beiden Herren sind in der Schlange hier. Ja. Wenn Sie Physiker werden wollen, dann müssen Sie den ersten und den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik glauben. Den kann man nicht beweisen. Wenn Sie ihn glauben, können Sie danach Physik studieren und alles andere wissenschaftlich daraus ableiten. Wenn Sie diese beiden Hauptsätze aber nicht glauben, dann fallen Sie schon durch die ersten Klausuren durch, Sie schaffen es nie zum Vordiplom, geschweige denn zum Diplom, können nicht promovieren, habilitieren. Wenn Sie sie aber glauben und dann über Jahrzehnte wissenschaftliche Karriere machen, Beruf auf den Lehrstuhl bekommen, Forschungsgelder und große Auftritte, die gut bezahlt werden, und dann hinterher nach Jahrzehnten neben sich zu stehen und zu sagen, ob das vielleicht alles Quatsch war,
Das ist ein bisschen viel verlangt. Dann werden Sie aus der Zunft ausgeschlossen, ich habe das hinter mir, weil die Kollegen sagen, der ist kein Physiker mehr. Der ist ein Dummkopf. Was der hier verzapft, das ist nicht mehr wissenschaftlich. Und wenn das in der Physik schon so ist, Thomas Kuhn hat nachgewiesen, dass es in jeder Wissenschaft so ist. Sie können sich vorstellen, ich habe Ihnen kurz die Paradigmen der ökonomischen Zunft heute angedeutet, dass die Ökonomen das, was Milton Friedman propagiert hat, im Blut haben heute. Ich habe das selber hinter mir. Ich habe jahrelang auf diesem Gebiet gearbeitet und das System ist Teil der Paradigmen der Ökonomenzunft. Und wer dann aussteigt, der verliert seinen Lehrstuhl, der verliert Forschungsgelder, der verliert seinen guten Ruf, dessen Artikel werden nicht mehr veröffentlicht. Das ist, wenn sie im Mittelalter aus der Zunft rausgeschmissen werden. Und dann werden sie aus den Stadttoren rausgeschmissen und sind vor den Stadttoren und können verhungern. Und dann verhungert man heute nicht mehr so leicht und man hat immer, ich habe eine Möglichkeit gefunden, anderes Geld zu verdienen, indem wir mit Unternehmen ganz andere Sachen machen, die damit nichts zu tun haben. Aber und wenn Sie jetzt Jahrzehnte damit gearbeitet haben, dann haben Sie das im Blut, das Paradigma. Und das Blut geht durch alle Organe des Körpers hindurch. Das ist Teil Ihrer Identität. Sie können nicht mehr loslassen. Und mir hat, wenn mir vor 5 Jahren jemand mit solchen Ideen gekommen wäre, da wäre ich zwischendrin rausgegangen und hätte gesagt, so einen Quatsch brauche ich mir nicht anhören. Das ist nicht mehr Ökonomie und das ist nicht mehr Wissenschaft. Ich kann das deshalb gut nachvollziehen, dass die Fachleute heute schlicht nicht bereit sind, sich das nur anzuhören. Die sind schlicht nicht bereit, die hören weg. Und ist, neulich hat jemand nach einem anderen Vortrag mal an der Universität Mannheim nachgefragt, was die von diesen Ideen halten. Und da ist die Auskunft, die arrogante Auskunft gekommen, solche unqualifizierten Äußerungen hätten keinen qualifizierten Kommentar verdient. Das heißt einfach weggeschoben. Ja, ist sicher weggeschoben worden. Und das ist der Stand der Wissenschaft und der Ökonomie heute, der Stand jeder Wissenschaft. Und das macht es uns so schwer. Durchbrüche in der Geschichte der Menschheit, Durchbrüche sind immer von Außenseiter gekommen. Nie von Leuten, die im System drin hängen. In allen Gebieten, große Erfindungen, die praktisch die Welt auf den Kopf gestellt haben, sind immer von Außenseiter gekommen. Und das können wir nicht mit dem heutigen etablierten Wissenschaftsapparat verbreiten. Der ist korrumpiert und ist nicht in der Lage, aus seinen festen Denkmustern auszubrechen. Er ist schlicht nicht in der Lage dazu. Ist die Frage beantwortet? Ja. Ja, zunächst mal generell zur Situation. Wir haben heute in Deutschland eine Situation, dass jeden Tag 1 Milliarde Euro von den untersten 90% der Einkommenspyramide an die oberen 10% der Einkommenspyramide transferiert werden. Jeden Tag. Durch die Verzinsung, die wir mit unseren Preisen bezahlen. Jeden Tag. Und das ist der Grund, weshalb die Schere zwischen Arm und Reich dramatisch auseinandergeht. Von den Milliardären habe ich gesprochen, von den armen Leuten habe ich nicht gesprochen. Das ist jedem bewusst, wenn wir uns umschauen. Ganz extrem ist die Situation in Entwicklungsländern. Ganz extrem ist sie auch in den USA, die in diesem Auseinanderfallen der Gesellschaft in Oberschicht, eine kleine Oberschicht und eine riesengroße Unterschicht, viel weiter fortgeschritten sind als wir, wo die Mittelschicht schon einbricht und wo man mit einem Arbeitseinkommen kaum, eigentlich eine Miete noch nicht mehr bezahlen kann, mit einem durchschnittlichen Arbeitseinkommen. Und die globalen freien Finanzmärkte sind dabei, uns in Deutschland amerikanische Verhältnisse aufzuzwingen, weil Firmen, die unter hiesigen Strukturen weiterarbeiten wollen, nicht mehr rentabel arbeiten können. Die Arbeitsplätze müssen ausgelagert werden. Die Menschen werden so weit an die Existenzgrenze gedrückt, dass sie bei Aldi und Lidl einkaufen und damit die Arbeitsplätze automatisch exportieren, weil die natürlich dann in China einkaufen und noch nicht mal in der Tschechei oder in Polen oder so. Das heißt, da haben wir dann einen Teufelskreis, wo die Menschen durch ihr eigenes Verhalten, zu dem es keine Alternative mehr gibt, weil sie dort einkaufen müssen, es ist nun mal billiger, durch ihr eigenes Verhalten unser eigenes System von innen aushöhlen. Und von daher denke ich, das Auseinanderfallen der Gesellschaft wird irgendwann dazu führen, dass die Leute, die verarmen, zusehends verarmen, und die gesamte Mittelschicht ist dabei, zusehends zu verarmen, nicht mehr bereit sind, mitzuspielen. Das Römische Reich ist untergegangen, als die gesamten Reichtümer dieses damaligen weltumspannenden Reiches 1800 Familien gehörten. Das heißt, die haben diesen Prozess hinter sich gehabt und dann sind sie untergegangen.
Und wenn wir die Geschichte mal anschauen, es hat ja immer wieder Weltmächte gegeben, die den ganzen Planeten, soweit wir ihn damals gekannt haben, beherrscht haben. Genghis Khan, Alexander der Große, das Römische Reich, dann das Britische Empire und dann die Sowjetunion, jetzt die Vereinigten Staaten. Und wenn Sie mal genau schauen, diese Weltmächte sind durch militärische Gewalt Weltmächte geworden und durch Eroberungskriege, heute ist ja auch nicht anders, und haben zur Höhe ihrer Macht eine Situation gehabt, wo sie militärisch unbesiegbar waren. Die schwedischen Rüstungsforscher haben gesagt, dass zur Blüte der Sowjetunion die Sowjetunion militärisch unbesiegbar gewesen sein soll. Wenn es damals zu einem atomaren Schlagabtausch gekommen wäre, hätte eine große Wahrscheinlichkeit bestanden, dass er von der Sowjetunion gewonnen worden wäre. Und dann hätten die ganzen Planeten beherrscht. Und trotzdem, das haben wir ja jetzt noch in Erinnerung, sind sie untergegangen. Militärisch unbesiegt. Auch England ist untergegangen durch Mahatma Gandhi, dem ich die Gliederung entrissen habe für meinen Vortrag, ist untergegangen, militärisch unbesiegt. Das heißt, die Weltmächte gehen immer bis unter die Zähne bewaffnet unter. Aber warum? Warum? Die gehen immer in ihren eigenen inneren Widersprüchen zugrunde. Und die eigenen inneren Widersprüche sind das System, was ich Ihnen gerade erklärt habe. Das ist der innere Widerspruch, an dem unser System in sehr überschaubarer Zeit zugrunde gehen wird. Und in den Strudel werden wir alle mit reingerissen. In Europa vermutlich am wenigsten, weil wir so eine Insel der Seligen hier noch sind, weil wir noch relativ wenig auf diesem Pfad vorangeschritten sind, den die USA vorgezeichnet haben. Aber das steht uns bevor. Und die Frage, wie das eingeführt werden kann, da gibt es jetzt verschiedene Wege. Der eine Weg wäre, dass es in einem Währungsraum, in einem Land eingeführt ist, wo es relativ leicht durchsetzbar ist. Also in Europa kämen da Länder außerhalb der Eurozone in Frage, Schweden oder osteuropäische Länder, die noch nicht den Euro eingeführt haben, wo es einfacher ist, wie die vielen Euro-Länder jetzt zu einer gemeinsamen Entscheidung zu bringen. Es käme ein islamisches Land in Frage, weil der Islam dezidiert die Zinsen verbietet. Und damit das der eigenen religiösen Tradition auch entgegenkommt. Es käme ein südamerikanisches Land in Frage, wo jetzt viele linke Regierungen, Präsidenten an die Macht gekommen sind, jetzt auch in Paraguay sogar, was traditionell eine sehr rechtsaußen Position im Arte innerhalb Südamerikas. Es käme ein afrikanisches Land in Frage und ich bin absolut sicher, wenn es handwerklich sauber gemacht wird, wird dieses Land eine dramatische, blühende Entwicklung nehmen, die ein Leuchtfeuer für den Rest der Welt ist und die auf dem Planeten einen Dominoeffekt auslösen wird, bin ich absolut sicher. Und wenn wir jetzt mal unsere Situation innerhalb der Eurozone, die eine Einheit ist in dieser Hinsicht, was das Finanzsystem betrifft, sehen, auch da habe ich durchaus Hoffnung. Sie wissen, vor einiger Zeit, wenn mir im September 1989 jemand gesagt hätte, der eiserne Vorhang wird fallen, die Mauer wird aufgebrochen werden, hätte ich ihn verlacht und hätte gesagt, er steht nicht auf dem Boden der Tatsachen. Und dann ist innerhalb ganz kurzer Zeit eine Konstellation entstanden, wo plötzlich etwas möglich war, was wir alle vorher für undenkbar gehalten hatten. Und ich sehe voraus, dass innerhalb einer ganz kurzen Zeit auf Wegen, die wir nicht vorhersehen können, wenn wir alle das wollen, plötzlich eine Konstellation entsteht, wo was möglich wird, was wir alle bis dahin für undenkbar gehalten haben. Da bin ich durchaus optimistisch. Vielleicht zum Ersten. Max Planck hat gesagt, eine neue wissenschaftliche Wahrheit setzt sich nicht durch, indem die Vertreter der alten Wahrheit überzeugt werden, sondern setzt sich erst durch, nachdem die Vertreter der alten Wahrheit ausgestorben sind. Oder die Minderheit geraten. Die Minderheit geraten. Wir haben es aber hier mit einer etwas komplizierteren Situation zu tun, weil nicht nur die Wissenschaftler dort gefangen sind in ihrem Paradigmen, sondern weil das jetzige System auch noch unterstützt wird von denen, die heute die Macht haben. Und die heute die Macht haben, steuern die öffentliche Meinung. In dem Zentrum für Medientechnologien in Karlsruhe, eines der außergewöhnlichsten Museen Deutschlands, hat es neulich eine Ausstellung gegeben, Making Things Public. Die haben mit den Mitteln einer Ausstellung auf brillante Weise gezeigt, wie öffentliche Meinung entsteht. Und das Ergebnis war, ich will Ihnen einfach mal die Quintessenz zusammenfassen, öffentliche Meinung ist ein Produkt wie jedes andere. Wie Seife, wie Haribo, wie Hollywood-Filme. Ein Produkt wie jedes andere, es wird produziert,
wie jedes andere Produkt, wird vertrieben und verbreitet auf der Welt wie jedes andere Produkt. Und die Produzenten der öffentlichen Meinung weltweit sind dort mit verschiedenen Zahnrädern und Zwischenzahnrädern namentlich genannt worden. Es sind ungefähr 10 Familien auf der ganzen Welt, die die öffentliche Meinung produzieren und damit auch die Politik machen. Ich kann die Namen ruhig nennen. In Italien ist es Berlusconi, die Familie Berlusconi. In Italien, in Frankreich ist die Familie Dessau. In Deutschland sind es die Familien Springer und Mohn und vielleicht am Rande auch noch Holzbrink. Und im gesamten, Entschuldigung, Herr Mohn ist ja Bertelsmann. Bertelsmann, ja, also Mohn und Springer. Und im gesamten angelsächsischen Bereich ist es Herr Murdoch. Im gesamten angelsächsischen Bereich, also sowohl USA wie auch England, Irland, wie auch Australien, ist Herr Murdoch. Das waren sehr wichtige, wertvolle Hinweise. Danke, ich kann Ihnen nur zustimmen. Und vielleicht ergänzend sagen, dass der wohl bedeutendste Physiker, der heute noch lebt, der John Hawkins, gesagt hat, die Gentechnik sei gefährlicher als die Atomtechnik. Und ich kann das aus eigenem Sachverstand nicht beurteilen, weil das nicht mein Gebiet ist. Aber wenn so ein Mann mit so viel Durchblick das sagt, gebe ich dem großes Gewicht. Und die Macht der großen Finanzkonzerne, die hinter der Chemie auch stehen, ist so gigantisch heute, wir machen uns keine Vorstellung davon. Und die haben auch die Politik von sich abhängig gemacht, sodass Politiker gar keinen Spielraum haben, das durchzusetzen, was sie für richtig halten. Und wie wir dagegen ankommen können, weiß ich auch nicht. Ich habe auf Ihre Frage keine Antwort. Tut mir leid. Also ich habe noch eine Frage, von der ich hoffe, dass sie Ihnen nicht zu persönlich ist. Und zwar haben wir ja zu Ihrem persönlichen Bewusstseinswandel bzw. Paradigmenwechsel. Sie haben ja vorher zu meiner Überraschung gesagt, dass Sie noch vor 5 Jahren selbst über Ihre heutigen Gedanken gespottet hätten. Ja. Das habe ich richtig verstanden. Und da wir ja viel jetzt heute oder gestern Abend schon und heute über Bewusstseinswandel, Paradigmenwechsel in der Wissenschaft, finde ich es interessant, wie gesagt, wenn es Ihnen nicht so persönlich ist, dass Sie da zu Ihren Motiven was sagen. Also würde mich persönlich interessieren, weil ich auch denke, das, was Sie vorher von Max Planck zitiert haben, das widerlegen Sie ja dann in Ihrer eigenen Person. Jedenfalls sind Sie dann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, einer von denen, die etabliert waren und den Wandel eben in Ihrer Person vollzogen haben. Und das finde ich hochinteressant und auch, also habe ich höchsten Respekt davor. Ja, danke. Ja. Das sehe ich gern. Das ist eigentlich eine ähnliche Geschichte, die Herr Altner sich gestern Abend über Albert Schweitzer berichtet hat, nur halt mit der Geld- und Finanzordnung. Ich hatte mein Business Reforming Institut und war schon ausgestiegen aus der Hochschule und ich habe dann eine Reihe von Partnern und einer dieser Partner war der Siegfried Hoffmann. Der hat mir immer wieder gesagt, Wolfgang, du musst dich mal um das Geldsystem kümmern, um den Zins, das ist was Böses. Und da habe ich gesagt, Siegfried, ich habe das studiert und du hast keine Ahnung, lass mich damit in Ruhe. Wenn ich ein Auto miete, muss ich Miete zahlen, wenn ich eine Wohnung miete, muss ich Miete zahlen, wenn ich Geld miete, muss ich Miete zahlen, und Zins ist die Miete fürs Geld. Und wenn dir das nicht passt, wir haben eine Mauer in Berlin, die auf die andere Seite, die meinen, die können das besser. Er kam nicht an mich ran, er konnte es mir nicht erklären. Und ich habe ihn einfach an mir abprallen lassen und kann deshalb so gut verstehen, wenn die etablierten Ökonomen heute das schlicht an sich abprallen lassen, es nicht an sich rankommen lassen. Sie können nicht darüber nachdenken. Sie blenden es einfach aus. Und sie wissen aus der Quantenphysik, dass wir nur die Dinge sehen können, die wir glauben. Es ist nicht so, dass wir nur das glauben, was wir sehen. Es ist umgekehrt. Wir sehen nur das, was wir glauben. Und wenn wir etwas nicht glauben, können wir es nicht sehen. Weil wir schlicht blind sind für Dinge, die nicht in unser Wahrnehmungsraster passen. Wir sind schlicht blind dafür. Und ich war einer von diesen Blinden. Und dann habe ich einen Anruf, Sie wissen, ich bin hier, habe ich einen Anruf von Herrn Schmeißer bekommen, ob ich nicht einen Vortrag mal hier halten wollte. Habe ich gesagt, ja. Ich sage ja immer gleich ja bei Vorträgen nicht. Und dann habe ich einen Anruf von der Paracelsus-Akademie in Villach in Österreich bekommen, eine hochkarätige Akademie, die jedes Jahr einmal einen großen Kongress über ein philosophisches Thema abhält, und die hatten einen großen Kongress über Sinn und hatten da einen Bischof, der über Sinn und Gott gesprochen hat, einen Biologen über Sinn und Natur und alles mögliche über Sinn und Geschichte und Sinn in der Literatur, und dann haben sie einen gesucht, der über Sinn und Geld spricht. Und da habe ich gedacht, naja, über Sinn kann ich viel sagen, weil wir Sinn in Unternehmen tragen, vom Geld habe ich keine Ahnung, aber ich habe ja ein Vierteljahr Zeit und bis dahin habe ich Ahnung. Ich habe gesagt, okay, mache ich.
Und dann habe ich das meinen Partnern erzählt, im Business Reframing Institut, und hat der Siegfried Hoffmann gesagt, wenn du diesen Vortrag vorbereitest und dich nicht vorher mit dem Silvio Gesell beschäftigst, dann kündige ich dir die Freundschaft. Er hat gleich die ganze Literatur und Aufsätze schon vorbereitet gehabt für mich. Und ich musste das nun ernsthaft lesen, mich damit ernsthaft auseinandersetzen, um meinen Freund nicht zu verlieren. Ich konnte nicht nur so drüber gehen und sagen, naja, Quatsch, und das wirklich nicht tief nachvollziehen. Und als ich das gemacht habe, das war ein Prozess von, also nicht so ein Moment wie bei Albert Schweitzer, von ein paar Tagen, da ist mir das wie Schuppen von Augen gefallen. Da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, dass alles, was ich bisher fachlich gedacht habe, auf völlig falschen Fundamenten aufgebaut ist. Das kann nicht sein. Und dann habe ich in Villach meinen ersten Geldvortrag gehalten. Der war noch nicht so locker wie jetzt. Da habe ich noch ein Manuskript gebraucht und habe noch Zahlen, die noch nicht so eingängig waren wie hier, vorgerechnet, und habe auch andere Sachen noch erzählt wie hier. Und das hat mich verändert. Und der gute Siegfried Hoffmann ist 14 Tage vor diesem Vortrag gestorben. Es war seine letzte Lebensaufgabe, mich an dieses Thema zu bringen. Und ich denke, er ist jetzt auch hier im Raum, weil er mich dahin geführt hat und mich seitdem in einer anderen Schwingungsfrequenz begleitet, bin ich auch sicher. Geld, das heißt für mich auch Regiogeld. Und dieses Stichwort wollte ich gerne noch reinbringen. Was für, also sind Sie mit dem Netzwerk verbunden, Regiogeld in Deutschland? Also ich kenne die Margaret Kennedy, die ja viel da gearbeitet hat und reinbringt, und finde das einen wunderbaren Ansatz, nur er kommt noch nicht so richtig in die Pötte hier in Deutschland. Danke. Ja, ich kenne natürlich die Margaret Kennedy auch, wir unterstützen uns gegenseitig. Ich bin auch der Meinung, diese Regiogeld-Initiativen, es gibt 40 zurzeit in Deutschland, sind eine gute Sache, um den Leuten Bewusstsein fürs Geldsystem durch Erfahrung zu vermitteln. Das ist das Entscheidende dabei. Es wäre auch eine schöne Sache, wenn es einem dieser Regiogeld-Kreise mal gelingen würde, einen Wirtschaftskreislauf zu schließen, dass wirklich der Letzte, der Regiogeld einnimmt, dann mit diesem Regiogeld auch seine Ausgaben bestreiten kann. Also die am weitesten fortgeschrittenen Regiogeldkreise sind der Chiemgauer und der Sterntaler, beide im Süden von Bayern. Und ich will Ihnen mal ein Beispiel, wir haben in Karlsruhe auch sowas, nennt sich Carlo mit C geschrieben, ein Beispiel erzählen, wie das funktioniert. Ich kann also mit diesen Carlos in Bioladen gehen und damit einkaufen. Der Bioladen kauft mit Carlos beim Biolandwirt ein, und wenn der Biolandwirt aber seine Maschinen reparieren will oder wenn er seine Einkäufe machen muss, dann muss er Euro bezahlen und der bleibt auf dem Regus sitzen. Oder der Apotheker, der Regus annimmt, der bleibt auf dem Regus sitzen, weil er natürlich nicht mit Regus beim Großhandel einkaufen kann. Und die müssen ihn dann zurücktauschen, wieder mit Verlust. Und damit ist der Wirtschaftskreislauf nicht geschlossen, sondern unterbrochen, und es ist eine idealistische Geschichte mit unglaublichem Einsatz der Leute, die diese Initiativen betreiben, wo man hohen Respekt vorhaben muss. Und wenn es gelänge, das zu schließen, dass wirklich mit Regiogeld, dass es wirklich im wirklichen Kreis läuft, ohne dass irgendjemand es zurückgibt, dann wäre es auch eine Arche Noah für den Fall der großen Wirtschaftskrise, wo nichts mehr läuft mit offizieller Währung, mit offiziellen Finanztransaktionen, wo dann auf diesem niedrigen Niveau wenigstens das Überleben gesichert werden könnte mit Nahrungsmitteln. Es geht ja nur um Essen und Trinken und zu überleben in dieser kleinen Region. Aber keine dieser 40 Initiativen ist bisher so weit. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass die Bundesbank, die ja im Auftrag der EZB alle Verstöße gegen das offizielle Zahlungsmittel verfolgen muss, genauer Bescheid weiß über diese Regelgeldinitiativen wie der Regelgeldverband selber. In Frankfurt neulich hat es einen Vortrag des zuständigen Referenten der Bundesbank gegeben, die wissen alles. Wir haben offenbar in allen Initiativen ihre Vertreter sitzen, unerkannt, die alles nach Frankfurt melden. Die wissen wirklich alles und lachen darüber, weil sie sagen, das ist so ein lächerlich kleiner Prozentsatz, der dort gehandelt wird,
dass wir wirklich nur lachen können über dieses viele Engagement. Sie haben es schlecht gemacht, indem Sie behaupten, diese Demourage schaufeln diese Regelgeldinitiatoren in die eigene Tasche, was absolut lächerlich ist. Wenn wir wissen, mit welchem Engagement dort gearbeitet wird, wo nichts übrig bleibt, wo nichts in die eigene Tasche fließt, alles ehrenamtlich, das ist wirklich ein bösartiger Rufmord. Aber wir müssen das realistisch sehen. In dem Moment, wo es irgendwo gelingen würde, einen wesentlichen Teil des Wirtschaftskreislaufs mit Regionalwährung abzudecken, müsste es von der Bundesbank verboten werden, weil es nicht das offizielle Zahlungsmittel ist. Und die Tatsache, dass sie das jetzt gewähren lassen, ist einfach ein Indiz dafür, dass es noch viel zu unbedeutend ist. Es hat solche Beispiele in der Vergangenheit gegeben, zum Beispiel Georgia, das ist das bekannteste, auch Schwanenkirchen, hier irgendwo in Bayern und auch in den USA, in Frankreich, hat eine ganze Fülle von Regelgeldern in der Vergangenheit gegeben. Wörgl war mitten in der Weltwirtschaftskrise 1929, wo 50% Arbeitslosigkeit war und alles da niederlag, wo der Bürgermeister von Wörgl hat den Silvio Gesell gelesen und hat gesagt, warum sollen eigentlich unsere Leute nicht arbeiten, und bei mir im Dorf, in der Kleinstadt, nur weil kein Geld da ist. Und er hat Arbeitswertscheine ausgegeben, die hinten mit Marken beklebt werden mussten jeden Monat. Also es war seine Demourage, einfach von der Gemeinde aus. Und hat mit den ersten Arbeitswertscheinen eine Straßenbeleuchtung eingebaut. Mit den nächsten hat er Kanalisationen bauen lassen. Und die Leute, die gekriegt haben, sind zum Bäcker gegangen und haben plötzlich Brot eingekauft. Und er hat sein Hoftor reparieren lassen. Und somit wurde in Wörgl innerhalb von 1,5 Jahren eine gesamte Infrastruktur einer Gemeinde mit Kanalisation, mit Pflastern der Straßen, mit Beleuchtung, was damals alles nicht selbstverständlich war, mit Kindergarten, mit Schule, alles erneuert. Und die Menschen hatten alle Arbeit plötzlich. Und das ist alles innerhalb von Wörgl, das war ein geschlossener Wirtschaftskreislauf, im Kreis gedreht worden. Die haben mit Schilling nichts mehr gemacht, weil das war ja wertlos damals in der Krise. Und dann ist sogar der französische Ministerpräsident Edouard de la Dour gekommen, hat sich das persönlich angeschaut. In den USA ist es nachgemacht worden, in New Haven und in einigen anderen Orten. Und dann hat die Nationalbank erklärt, das wäre ja blödsinnig. Das wäre ja fachlich Scharlatanerie. Das dürfte nicht sein. Und hat es verboten. Und dann hat der Bürgermeister prozessiert, hat in letzter Instanz verloren, ist entlassen worden, fristlos. Und Wörgl ist dann zurückgekehrt zur hohen Arbeitslosigkeit und großem sozialen Elend, aber hatte in diesen 1,5 Jahren eine wunderbare Infrastruktur gekriegt. Das heißt, das war mal ein Beispiel, was funktioniert hat. Ist da einfach dran? Ja, das Zweite ist, es gibt insgesamt 200 Bücher über das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, die ich auch nicht alle gelesen habe. Das heißt, Literatur ist en masse da. Auf der INWO-Website können Sie da sich weiter forthangeln und können suchen, was für Literaturempfehlungen da sind. Es ist nicht so, dass das nicht bekannt ist. Nur die Leute, die es wissen, werden nicht nach draußen gelassen. Die kommen nicht an die Öffentlichkeit, weil wir halt noch nicht diese Massenbewegung sind, wie Greenpeace oder wie andere Organisationen, die sehr groß sind. Und generell kann man sagen, wir haben eine Situation, wo zurzeit Reich gegen Arm steht. Also die wenigen Reichen, die pro Tag in Deutschland 1 Milliarde Dollar bekommen, jeden Tag von den 90% Armen, sodass die Gesellschaft auseinanderfällt. Und ich möchte als Schlusswort John F. Kennedy zitieren, der gesagt hat, eine Gesellschaft, die den vielen Armen nicht helfen kann, kann auch die wenigen Reichen nicht retten. Wir sollten also schauen, dass wir die wenigen Reichen gemeinsam retten.